Zwei große Buben, die schupfen Gräzer, a kleiner bleibt bei einer stehen. Das Milchgeld hat er in sein Handel, spült mit und ist gleich in der Höhe. So hat es mit dem Buben begonnen, und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist er nix gescheit zu wollen als mir. Anna hat immer was kommen. Anna muss immer verlieren. Aber ich hab heut immer was kommen. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die wie dort mit ein paar Freunden, am Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, doch später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Anna hat immer das Kummer. Anna muss immer verlieren. Der Tag des heutigen Grillist, mich auch in Ihrem Namen bedanken für die Einladung, die Sie für uns heute ausgesprochen haben und vor allem auch für die jahrelange Bewirtung, die Sie uns gewährt haben. Seit 1933 gibt es den heurigen Grill. Da muss man sagen, herzlichen Dank einmal. Ein Traditionsbetrieb geht zu Ende. Die Pension hast du erreicht, Franz. Naja, wir hätten schon noch gern, dass du ein paar Jahre angehängt hast. Ich glaube, wir hätten schon vertraut, dass wir noch einige Jahre bei ihm oder eingekehrt werden, auf eine Kurzschaltung ein. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber das ist in der letzten Zeit immer besser geworden, muss ich sagen. Und die Küche ebenso. Also da muss man wirklich den Hut abziehen und sagen, recht herzlichen Dank für die tolle Bewirtung. Ich glaube, im Namen aller einen kräftigen Applaus für die gute Gast. Liebe Gäste, liebe Stammgäste, liebe Freunde, herzlichen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Wir gehen in unsere wohlverdiente Pension, das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Besteht doch unser Grillheuriger seit 77 Jahren. Dieses Abschiedsfest soll Danke sagen für eure lange Treue. Ein großes Dankeschön auch von meinem Garten und mir, aber auch von ganzem Personal. Heute wollen wir noch einmal feiern, deshalb nehmt heute eure Gläser selber, denn auch unser Personal feiert mit euch und uns mit. Und dazu einem guten Tropfen, auch etwas Handfestes gehört, eröffne ich das Buffet. Der Grill der Heurige steckt nimmer aus. Ob es jetzt lachen oder weinen soll, das weiß die Anni auch noch nicht. Sie ist nicht gewöhnt, dass es jetzt gut geht. Beim Heurigen war es schon oft gestresst. Da ist hin und her geschurlt zwischen der Kuchel und die Gäste. Dem Franz, geschneitzt, frisiert und geschniegelt und immer fest benannt. Fällt es sicher nicht so schwer. Er war und ist mit einem Wort der Sir. Sein Schatzerl ließ er getrost schalten und walten. Er musste ja schließlich die Gäste begrüßen und unterhalten. Nun ist vorbei die Plagerei. Genießt die Zeit, verliebt zu zweit. Wunderschönen Schlager. Wenn Sie Wünsche haben, natürlich, können Sie gerne an uns herantreten. Auch tanzen hier vorne oder hinten, wo auch immer. Jetzt werden einmal die Gläser gefüllt.
Also, wir heben das Glas. Da wollen wir wirklich alle Gläser sehen, bitte. Ja. Ihr seid ja auch Freunde, sowohl. Also, einen schönen Abschied und einen wunderschönen Abend wünschen wir heute Anna und Franz. Ein großes Prosit! Prosit! Jawohl. Prost. Und jetzt dann singen wir miteinander für Erna ein wunderschönes Lied. Und zwar heißt es Freunde. Und ich werde es ein bisschen umtexten. Da Weg ins Land, ich weiß nicht wohin er führt. Ich gehe am nicht allein. Ich bin stolz nur um dich zu brauchen. Lass meine Freunde an, liebe Leute. Schenk's mir zu schwer sein. Sie nicht einmal an, eine andere hielt den Blatt schon für frei. Und da spürte sie, es ist geschehen, es ist vorbei. Aus mir, Corinna, in der Nacht, Corinna, gibt es Tränen, die ein Herzensliebe war. Wir einsam sein. Aus dem Vater, Corinna.